Hallo Kinder, wir sind ja auf der Schule von der Kardinal von Galen Schule und wir haben hier ganz viele Angebote. Ich erzähle euch schon mal, was es hier alles gibt. Hier gibt es die Märchen AG, die Film AG, die Sport AG und es gibt den Lehrmittelraum und den Hausaufgabenraum. Und den Musikraum und die Märchen AG und die Schach AG und die Film AG. Hallo Kinder, ihr seid hier im OGT. Und was macht ihr hier gerne? Ich weiß nicht, was ich gerne mache. Alles ist ja schön. Alles ist super gut. Hallo, ich bin der Mamadou und die Kinder malen schöne Bilder. Hallo Kinder, wir sind hier im Gruppenraum und wir wollen euch zeigen, was die Kinder hier schönes spielen. Also, liebe Frau Falschen, können Sie uns bitte was über einen offenen Ganztag erzählen im Essensraum? Ja, also wir befinden uns hier im Essensraum. Hier essen wir täglich in drei Gruppen. Wir achten immer auf ausgewogene Ernährung, dass Kartoffeln, Reis, Nudeln angeboten werden. Wichtig ist auch Rohkost und Obst. Und bei der Essensplanung machen die Kinder mit. Wir überlegen gemeinsam, was wir in der nächsten Woche gerne essen möchten. Fabela, du fasst jetzt bitte auch nicht schnell an. So, wer möchte uns denn heute was wünschen? Alle guten Gaben, alles was wir haben, kommt, oh Gott, von dir. Wir danken dir dafür. Guten Appetit. Mal 5, 10 mal 5. Janik, guck mal. Das Doppelte von 2. Arme drauf. Das ist dann der Ab. Senf. Und jetzt musst du hier oben. Der. Guten Tag, Frau Basler und Frau Otto. Wir wollten Ihnen ein paar Fragen stellen. Gerne. Hat man immer Betreuung bei den Hausaufgaben? Bei den Hausaufgaben sind immer Betreuer dabei. Wie viele Kinder dürfen an der Hausaufgabenbetreuung teilnehmen? Es dürfen alle die Kinder teilnehmen, die es nötig haben. Schaffen die Kinder die Hausaufgaben oder müssen sie die Hausaufgaben zu Hause weitermachen? Also meistens schaffen die Kinder die Hausaufgaben. Manchmal machen sie auch zu Hause fertig. Hallo, ich heiße Yara, ich bin in der Klasse 2a und ich bin Kamerafrau. Hallo, ich bin Dominik Hansett, ich bin in der Klasse 4b und ich war Kameramann. Hallo, mein Name ist Julius und ich bin in der Klasse 3b und ich war schon Kameramann und Reporter. Hallo, ich heiße Mamadou, ich bin aus der 2a und ich hatte Regie und ich war und Kameramann. Ich heiße Lisa, ich bin in der Klasse 2a und ich bin Kamerafrau. Hallo, ich heiße Valerio, ich bin in der Klasse 4a und ich war Kameramann und Schauspieler. Hallo, ich heiße Noah, ich bin in der 1a und ich war Regisseur. Hallo, ich bin Alfredo, ich bin in der 3a und war Kameramann und Schauspieler. Hallo, ich heiße Carina und ich war Kamerafrau und Schauspielerin. Hallo, ich bin Joel in der Klasse 4a. Ich war Schauspieler und Kameramann. Hallo, ich bin Jan aus der Klasse 1a und ich
war Kameramann.